Herzlich willkommen zur Monatsvorschau für Astrofotografen für den Monat November im Jahr 2021. Ganz zu Anfang, es hat sich so ein bisschen eingebürgert hier, dass ich zu Anfang Bildeinsendungen zeige und ich bin wirklich ein bisschen überwältigt, weil es werden einfach immer mehr Bilder, die hier ja aufgrund dieser Monatsvorschauen oder inspiriert von diesen Monatsvorschauen gemacht und auch gezeigt werden. Und wie immer am Anfang, ich bin mir ganz sicher, dass ich einige übersehen habe. Viele taggen mich auf Facebook oder auf Instagram. Bei Instagram muss ich ganz ehrlich zugeben, gucke ich selten rein. Und bei Facebook kriege ich es aber eigentlich meistens mit. Aber es kann immer mal sein, dass mir was durch die Lappen geht. Hier eine Auswahl von Bildern. Es sind echt in diesem Monat wahnsinnig viele Bilder. Und ja, es macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Und freut mich, dass Leute diese Ideen aufnehmen und umsetzen. Hier zum Beispiel beim Bubble-Nebel von Wolfgang Vogt, da bin ich auch wirklich ganz besonders glücklich über das Bild. Wolfgang und ich haben im vergangenen Jahr einige Zoom-Sitzungen gemacht. Ich habe ihn gecoacht in der Bildbearbeitung und ja, die Bilder sehen wirklich fantastisch aus. Also er hat das unglaublich gut durchgesetzt. Da komme ich nicht drum hin, das mal zu erwähnen. Das macht mich einfach sehr glücklich. Wir haben einen M33, wir haben den Wizard-Nebel, wir haben SH2-155, was wirklich kein leichtes Objekt ist. Auch hat jemand die Idee aufgegriffen, das Sternbild Cassiopeia mal in Gänze in einem Wide-Field zu fotografieren. Man sieht die ganzen Deep-Sky-Objekte. NGC 225 sieht man auch nicht so häufig. Und was mich auch sehr gewundert hat, ist, dass die eher schwierigen Objekte, dass die besonderen Anklang finden. Da muss ich beinahe jetzt irgendwie drüber nachdenken, dass ich das Konzept hier mal ein bisschen ändere. Also ich will natürlich immer, ja, bekannte Objekte zeigen, aber auch echt exotische Objekte zeigen. Und die werden irgendwie besonders gerne aufgenommen. VDB 14 und 15 gab es einige Einsendungen. Und CTB 1, was wirklich ein schwieriges Objekt ist, auch da gibt es wirklich beeindruckende Aufnahmen. Ja, steigen wir ein in die Monatsvorschau. Zuallererst schauen wir uns einfach mal den Sternhimmel Anfang November an, denn wir haben am 4. November Neumond, also gleich zu Anfang des Monats. Übrigens ist jetzt natürlich auch die Zeitumstellung gewesen. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend. Natürlich wird es früher dunkel, aber die Länge der Nacht, die ändert sich natürlich jetzt mit jedem Tag, aber die ändert sich natürlich nicht schlagartig mit der Zeitumstellung. Das Einzige, was sich ändert, ist sozusagen der Biorhythmus von uns, dass wir halt gefühlt, dass es gefühlt früher dunkel wird oder zumindest auf dem Ziffernblatt unsere Uhr wieder früher dunkel wird und wir dementsprechend früher mit der Astrofotografie beginnen können. Und ja, sozusagen eine Stunde länger schlafen können, wenn man so will, im Vergleich zum Sommer. Das rückt auch die Mitte der Nacht wieder eine Stunde grob nach vorne. Deswegen habe ich hier jetzt mal den 4. November um 23 Uhr mitteleuropäische Zeit eingestellt. Und eigentlich ist das so ein bisschen der Sternhimmel aus der Oktobervorschau. Das heißt, ich müsste ja eigentlich eine Schaltfolge machen und müsste nochmal irgendwie einen Monat aussetzen. Das mache ich aber nicht. Stattdessen gucken wir uns an, was so ein bisschen im Südosten passiert im November und schauen uns da ein paar Objekte an. Jetzt kommen wir noch zu einem Novum in der Himmelsvorschau hier. Und zwar ist es üblicherweise so, dass Leute inspiriert von den Himmelsvorschauen Objekte fotografieren. Jetzt kommt mal genau das Gegenteil. Inspiriert von einer Aufnahme einer Zuschauerin des Kanals habe ich mir ein Objekt rausgesucht, was ich selber so ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm hatte, wie man so schön sagt. Und das ist diese Sternenkette hier im Sternbild Giraffe und die heißt Campbell's Cascade, also Campbell's Kaskade. Das ist ja, man nennt sowas ein Asterismus oder Asterism im Englischen, also eine entweder zufällige Folge von Sternen wie hier, die ergeben ja wirklich so eine Kette. Das sieht aus, als wären die wirklich an so einer Perlschnur aufgeschnürt. Und es kann aber auch sein, dass zum Beispiel bei Sternhaufen, die jetzt nicht mehr sehr dicht sind, dass man auch sowas als einen Asterismus bezeichnet. Die genaue Natur dieser Kette hier kenne ich nicht, ob es sich da wirklich um zusammenhängende Sterne handelt oder nicht. Ich denke eher nicht, weil sie farblich zu unterschiedlich sind, auch von der Helligkeit zu unterschiedlich sind. Genau habe
habe ich da jetzt nicht nachgeforscht. Aber es ist ein interessantes Objekt und wir haben ein schönes Foto dazu, was ich euch an dieser Stelle zeigen möchte. Und das wäre mal was, was man auch mit kurzen Belichtungszeiten, auch unter nicht so ganz optimalen Bedingungen und mit moderaten Brennweiten gut hinbekommen könnte. Und dann hat man wirklich ein schönes Bild und dieser Sternhaufen hier am Ende dieser Kette, das ist sozusagen das i-Tüpfelchen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein schönes Objekt, mit dem ich hier mal einsteigen möchte. In der letzten Folge habe ich euch Heart and Soul, den Heart and Soul Nebel gezeigt und natürlich gehört da eigentlich der Doppelsternhaufen Haunchi per se dazu. Den habe ich mir jetzt mal für diesen Monat aufgespart und wir sehen hier dieses Objekt, diesen Doppelsternhaufen und man kann diesen Doppelsternhaufen unter einem Landhimmel oder auch unter einem Vorstadthimmel bereits mit bloßem Auge sehen und es ist ein wahnsinnig schönes Feldstecherobjekt, wie man so schön sagt. Ich zoome mal ein bisschen rein, dann steht das Ganze auf dem Kopf. So sieht das Ganze bei näherer Betrachtung aus. Also, das ist NGC 869 und NGC 884. Und Sternhaufen sind ja immer so ein bisschen Objekte, die so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen werden, weil sie vermeintlich einfach zu fotografieren sind. Und als ich Bilder gesucht habe, um diesen Sternhaufen hier mit einem Bild auch mal zu zeigen, habe ich festgestellt, es gibt zum Teil Wahnsinnsaufnahmen, die aber auch sehr speziell sind, zeige ich euch gleich. Aber so mal ein ganz nüchternes, einfaches Bild, wo die Sterne schön aussehen, wo die Sternfarben schön aussehen, wo der Hintergrund schön aussieht. Da habe ich wirklich lange gesucht. Und dann kam irgendwie heute, bevor ich das Video hier angefangen habe, auf Facebook eine Aufnahme von Jürgen Ehnes, die ich euch jetzt hier auch im Hintergrund mal eingeblendet habe. Also, ihr braucht nicht viel Belichtungszeit, ihr müsst auch nicht zwangsläufig sehr viel Brennweite hier anwenden. Natürlich ist es ein relativ kleines Objekt, also 500 mm Brennweite sind hier schon nice to have, wie man so schön sagt. Aber natürlich mit ein bisschen mehr Brennweite kommt auch dieser Doppelhaufen noch schöner raus. Und dann braucht ihr nicht viel Belichtungszeit. Eine Stunde zum Beispiel reicht schon, um den Sternhaufen darzustellen, um den Hintergrund schön darzustellen und die Sternfarben schön rauszuarbeiten. Dann achtet ein bisschen bei der Bearbeitung darauf, dass das Ganze schön edel aussieht und dass ihr die Sterne nicht irgendwie zu stark bearbeitet oder den Hintergrund irgendwie zu stark bearbeitet oder zu wenig bearbeitet, sodass er unruhig wirkt. Ich habe das gerade schon angedeutet, dieses Objekt, dieser Doppelsternhaufen, der liegt ja in der Milchstraße. In der Milchstraße gibt es oft schwache Schwaden von H-Alpha-Gas, für die man relativ lange Belichtungszeiten braucht, um die dann auch zeigen zu können. Das sind jetzt nicht wirklich so prominente Gasnebel, sondern eher so ganz großflächige Schwaden. Und vor einigen Jahren hat der Astrofotograf Fabian Nayer da eine Aufnahme gemacht, wo vielen kurz die Kinnlade runtergefallen ist, weil man sowas so noch nie gesehen hat, nämlich diesen Doppelsternhaufen im Umfeld dieser sehr schwachen H-Alpha-Schwaden. Ich zeige euch hier auch mal noch eine andere Aufnahme, das ist von dem niederländischen Astrofotografen André van der Hoeven und auch der hat diese Schwaden sichtbar machen können. Da reden wir jetzt aber dann schon über Belichtung mit zusätzlich H-Alpha-Filterung. Beim Sternhaufen braucht man natürlich eigentlich überhaupt gar keine Schmalbandfilter oder irgendwelche Filter, sollte man sogar tunlichst vermeiden für die Sternfarben, aber wenn man dieses H-Alpha sichtbar machen will, dann braucht man schon einen H-Alpha-Filter oder eben einen solchen Dual-Narrowband-Filter und dann braucht man aber sehr lange Belichtungszeiten. Teilweise geht das hier in die 20 Stunden rein und darüber hinaus. Und dann kann man eine solche Aufnahme mal machen. Das Objekt ist aber auch für kleine Brennweiten interessant, wenn man nämlich mal dann wiederum das ganze Feld nimmt. Ja, zum Beispiel mit 135 mm Brennweite oder auch mit 80 oder 50 mm Brennweite kann man hier eine sehr schöne Aufnahme machen und zum Beispiel Heart and Soul Nebel noch mit dazu nehmen. Ich verlinke euch nochmal das Video, wo ich gezeigt habe, wie ihr Bilder planen könnt. Und da könnt ihr nochmal anschauen, wie ihr dann die Brennweite und die Bildkomposition gut im Vorhinein schon planen könnt. Ich zoome hier nochmal ein bisschen raus in der Sternkarte und man sieht nochmal eindrücklich, dass Band der Milchstraße, das zieht in diesen Monaten ja so einen richtigen Bogen.
Den kann man als Bogen leider nicht so richtig schön fotografieren. Dafür ist der Frühsommer besser. Aber man sieht dann auch sehr plastisch, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen gerade darstellen würde, die Milchstraße hier als gerades Band, dann ist es ja immer so, dass wenn wir in die Milchstraße reingucken, dann sehen wir relativ nahe Objekte, Gasnebel, Sternhaufen, Dunkelnebel in unserer Milchstraße. Und wenn man unten und oben rausguckt, da sehen wir Galaxien. Hier im Norden zum Beispiel im großen Wagen oder im kleinen Wagen, im Drachen. Ja, da sehen wir viele Galaxien und auch hier, wenn man im Süden rausguckt, zum Beispiel im Sternbild Walfisch, Andromeda, Widder, Fische, da finden wir eher Galaxien. Leider nicht so besonders große, da haben wir hier in dem nördlichen Bereich ein paar schönere Exemplare. Aber wenn ich sage schönes Exemplar, eine besonders schöne Galaxie, die leider sehr klein ist, ist NGC 891. Ich habe euch hier meine Aufnahme gezeigt mit richtig, richtig Brennweite. Das ist ein Astrofoto der Woche gewesen und der Fotograf ist Patrick Winkler. Und der hat hier mit richtig viel Brennweite richtig Details aus dieser Galaxie rausholen können. Und das ist eine sogenannte Edge-On-Galaxie. Wir gucken also genau auf die Kante. Und diese Dunkelnebel, die wir dann sehen, das ist der besondere Reiz bei den Edge-On-Galaxien. Man kann auch ein bisschen weiter rausgehen. Diese Aufnahme, die ich jetzt zeige, die ist immer noch mit sehr viel Brennweite gemacht worden, nämlich mit einem 12 Zoll Newton. Und dann sehen wir zusätzlich noch diesen Galaxienhaufen Abel 347. Auch das vielleicht eine Idee, wenn ihr nicht genügend Brennweite habt, wenn ihr zum Beispiel einen 10 Zoll Newton habt oder vielleicht auch nur einen 8 Zoll Newton. Dann könnt ihr immer noch hier ein schönes Bild erreichen und dann packt vielleicht doch diesen Galaxiencluster noch mit rein und bei langen Belichtungszeiten werdet ihr auch außerhalb dieses Galaxienclusters noch viele kleine Hintergrundgalaxien zu sehen bekommen und das würde dann den Reiz eines Whitefields dieser Gegend ausmachen. Ja, schauen wir mal im Norden aus der Milchstraße raus, so ein bisschen an der Grenze vom Übergang, sage ich mal, Milchstraße zum Deep Space im Sternbild Giraffe. Da ist auch eine sehr schöne Galaxie. Das ist IC 342, wird auch Hidden Galaxy genannt oder versteckte Galaxie, weil sie ja noch von dem Staub der Milchstraße getrübt wird und dadurch hat sie so einen gelben Touch. Das ist die sogenannte Extinktion, dass also das Licht ins Rötliche verschoben wird. Diese Galaxie hat außerdem die Besonderheit, dass wir sehr viele schöne H-Alpha-Knötchen sehen können. Ihr könnt also Aufnahmen dieser Galaxie machen und vielleicht noch mit H-Alpha anfüttern. Hier braucht ihr auch ein bisschen Brennweite, also ich sag mal ab 800 mm Brennweite aufwärts kommt diese Galaxie schön raus. Und wenn ihr natürlich noch mehr Brennweite habt, dann ist es noch besser. Ja, auch hier ein kleines Novum. Normalerweise zeige ich Bildeinsendungen ja dann im nächsten Monat, aber ich habe bereits quasi vorab, ohne dass derjenige wusste, dass ich das Objekt hier in der Vorschau zeigen möchte, habe ich ein Bild von einem Zuschauer bekommen von dieser Hidden Galaxy IC 342. Das möchte ich euch an dieser Stelle auch nicht vorenthalten. Ja, wenn man so will, dann ist das dominante Sternbild dieses Monats, der Perseus. Im letzten Monat habe ich ja die Cassiopeia sehr gefeatured und in diesem Monat blicken wir so ein bisschen auf den Perseus. Und das ist so ein Sternbild, das hat sehr viele interessante Objekte, aber es ist so ein bisschen unscheinbar, beziehungsweise die Objekte, die wir da sehen, das sind eigentlich überwiegend Dunkelnebel. Das ist so ein bisschen wie im Sommer der Adler, wo es jetzt keine hellen Gasnebel gibt. Es gibt zwar hier auch ein paar Gasnebel, die ganz interessant sind, aber überwiegend haben wir hier eigentlich Dunkelnebel, die wir sehen können. Und da möchte ich euer Augenmerk mal richten auf Barnard 8 und Barnard 9 und Barnard 11 und Barnard 13, ja sozusagen zusammenhängende Dunkelnebel. Und hier in dieser Aufnahme kann man die sehr schön sehen. Gibt viele Aufnahmen von dieser Gegend, aber hier ist es wieder so, man braucht einen sehr dunklen Himmel, man braucht sehr lange Belichtungszeiten, also mindestens mal 5 Stunden oder mehr bei einem moderaten Öffnungsverhältnis oder bei einem schnellen Öffnungsverhältnis. Und ja, einfach lange Belichtungszeiten, dunkler Himmel, das, was ich immer gerne sage.
Zoomen wir mal ein bisschen rein ins Sternbild Perseus und dann sehen wir hier um den Stern Alpha Perseus, der heißt Mirfak, da sehen wir einen sehr offenen Sternhaufen. Das ist Melotte 20, das ist wirklich auch ein Sternhaufen, also nicht nur einfach eine zufällige Anordnung von Sternen, sondern ein wirklicher Sternhaufen, aber der nicht mehr besonders dicht ist. Und auch da habe ich ehrlich gesagt ganz wenige Aufnahmen gefunden überhaupt, die mir gefallen haben, und das wäre vielleicht auch mal ein Projekt, diesen Sternhaufen Melotte 20 mal zu fotografieren. Es ist immer so bei solchen Sternhaufen, dass die nicht besonders gut rauskommen, wenn die Qualität der Optik und der Kamera besonders gut sind, weil dann die Sterne sehr klein sind und dann kommen die Farben zum Beispiel des Sternhaufens gar nicht mal so gut raus. Also wenn ihr hier so ein bisschen schlechte Bedingungen habt, so ein bisschen Hochnebel, was ja um diese Jahreszeit gar nicht so selten ist, dann kann man hier eventuell mal mit moderaten Brennweiten, also mit einem Teleobjektiv 200mm, 135mm mal einen Schuss wagen. Und dann ja, bekommt man natürlich nicht diese Tiefe und Brillanz in die Aufnahme, aber man bekommt so eine Art ja, Weichzeichnungseffekt durch den Hochnebel, und der könnte die Sternfarben besonders schön rausbringen. Der könnte auch dafür sorgen, dass dieser Sternhaufen plötzlich etwas heraussticht. Das vielleicht mal ein Projekt, wenn der Himmel, was im Herbst gerne mal passiert, nicht ganz so optimal ist und man trotzdem Astrofotografie betreiben möchte. Und vielleicht kommt dabei ja tatsächlich eine tolle Aufnahme heraus. Auch mal was, wo ich darauf hinweisen möchte, ist mal ein ganz anderes Betätigungsfeld. Es geht ja hier meistens um Pretty Pictures, also um schöne Bilder. Aber man kann mit seinem Teleskop, mit seiner Kamera natürlich noch ganz andere Dinge machen. Man kann wirkliche Messungen machen, also die sogenannte Photometrie oder Astrometrie von Sternen zum Beispiel. Also zum einen die Helligkeit dokumentieren oder die Position zum Beispiel von Kleinplaneten oder Kometen dokumentieren oder sogar berechnen. Und ein Projekt, was vielleicht mal ganz interessant sein könnte, ist die Dokumentation der Helligkeitsschwankungen des Sterns Algol. Algol ist sehr bekannt im Perseus, weil er ein sogenannter Bedeckungsveränderlicher ist. Das heißt, da kreisen zwei Sterne umeinander, und immer wenn der eine Stern vom eigentlichen Algol steht, dann wird das Licht vom Algol ja gedimmt, abgeschwächt. Und das kann man unter Umständen, oder das kann man ganz sicher, in einer Aufnahme dokumentieren und vielleicht sogar in einer Messkurve dokumentieren. Zugegeben habe ich in der Vorbereitung jetzt nicht wirklich mich mal in das Thema reingelesen, habe nur gesehen, dass man das ja teilweise innerhalb, glaube ich, weniger Stunden dokumentieren kann, diese Helligkeitsschwankungen, oder zumindest in aufeinanderfolgenden Nächten mal dokumentieren kann. Da müsstet ihr selber mal ein bisschen nachforschen. Das habe ich hier jetzt nicht getan, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, dass Algol ein sehr bekannter Bedeckungsveränderlicher ist und dass man das mit Kameras eben auch in jeder Form dokumentieren kann, sei es durch Kurven oder durch Bilder. So, im südlichen Teil des Sternbild Perseus, da findet man einen sehr großen und hellen Gasnebel, das ist der California-Nebel, auch NGC 1499 genannt. Also, da braucht man nicht viel Brennweite, ganz im Gegenteil, mit relativ wenig Brennweite, sagen wir mal 500 mm oder sogar mit einem APS-C-Sensor braucht man ehrlich gesagt noch viel weniger Brennweite, vielleicht 200 oder 250 mm Brennweite, um das Objekt in Gänze auf den Chip zu bannen. Und dann kann man hier einen schönen Gasnebel fotografieren, nämlich den California-Nebel. Beim California-Nebel ist es so, man kann sich hier wirklich ein bisschen austoben, man kann verschiedene Filterungen anwenden, das Objekt kommt sehr, sehr gut einfach nur im RGB, es ist natürlich dominant im H-Alpha, aber es ist auch eingebettet in sehr, sehr schwache Dunkelnebel, die man auch sichtbar machen kann, wenn man entsprechend lange natürlich belichtet mit aber reiner RGB-Filterung, also ohne irgendwelche Lichtverschmutzungsfilter oder ohne irgendwelche Schmalbandfilter. Selbstverständlich kann man hier auch mit Schmalbandfilterungen rangehen, also die klassische Hubble-Palette, wenn man jetzt zum Beispiel eine Monochromkamera hat, kann man hier anwenden. Da gibt es auch wirklich viele beeindruckende, tolle Aufnahmen, und auch mit einem Duo-Narrowband-Filter kann man hier einiges erreichen. Problem ist so ein bisschen, dass der O3-Anteil wirklich sehr gering ist und sehr schwach ist, und das wird natürlich ja sowohl mit der Monokamera, aber noch viel schlimmer mit dem Duo-Narrowband-Filter, werdet ihr da natürlich kämpfen müssen, um diesen O3-Anteil dann auch nachher ins Bild zu retten.
Aber grundsätzlich kommt das Objekt sehr kontrastreich und auch schnell raus. Also man braucht hier nicht die 10 Stunden Belichtungszeiten, um das Objekt zu fotografieren. Bei einem schnellen Öffnungsverhältnis, sagen wir mal F4, kann man hier mit 2 Stunden Belichtungszeit in einem Schmalband-Projekt auch schon einiges erreichen. Auch für die Freunde der kleinen Brennweiten ist diese ganze Gegend sehr interessant, denn wir finden hier noch mehr Objekte. Das sind allerdings ziemliche Dunkelnebel und Reflexionsnebel und die kann man hier in einem entsprechenden Widefield, also zum Beispiel mit 80 mm, mit 135 mm und zum Beispiel mit einem APS-C-Chip noch mit aufs Bild nehmen. Dann braucht man aber wieder diesen dunklen Himmel und die langen Belichtungszeiten, damit diese Dunkelnebel auch rauskommen. Also das ist schon schwer, ist schon sowas für richtig, richtig dunklen Himmel und entsprechend lange Belichtungszeiten, also mal mindestens 4 Stunden, wenn nicht mehr. Und dann kann man hier ein sehr interessantes Feld aufnehmen, wo der Kalifornianebel eben noch mit drin ist, wo aber auch diese Dunkelnebel mit drin sind. Ja, wir schauen uns diese Dunkelnebel und Reflexionsnebel auch kurz im Detail an. Da hätten wir hier zum Beispiel IC348. Ich finde das ein wahnsinnig schönes, beeindruckendes Objekt. So ein bisschen H-Alpha ist da auch noch mit drin. Und da gibt es ein wunderschönes Astrofoto der Woche. Und das ist mal wieder von Thomas Henne, der wirklich einfach wahnsinnig gute Aufnahmen macht. Und der hat hier dieses Bild, dieses Reflexionsnebels machen können. Und wirklich in einer herausragenden Qualität. Noch ein bisschen weiter westlich befindet sich dann NGC 1333 und das ist für mich persönlich eines der schönsten Objekte überhaupt. Man sieht das hier sogar schon in Stellarium. Das ist natürlich eine Aufnahme, die hier in diesem Bildausschnitt hinterlegt ist. Und was man in diesem Bild erkennen kann, das ist wirklich Sternentstehung, ja, live. Wir beobachten hier wirklich die Entstehung von neuen Sternen, wie sie in einer Dunkelwolke ja entstehen und sich so rausbrechen, wie so ein kleines Küken, was irgendwie aus dem Ei sich rauspickt. Irgendwie kommen hier die Sterne langsam aus dieser Dunkelwolke raus, sind dann noch rötlich gefärbt und sobald sie wirklich da rauskommen und ihr Licht reflektiert oder gestreut wird an diesen Dunkelnebel, dann entstehen noch diese schönen blauen Reflexionsnebel. Und hier kann man wirklich, das ist ein Paradeobjekt, um zu dokumentieren, wie Sternentstehung aussieht. Ich habe das Objekt selber noch nicht fotografiert, aber meine lieben Kollegen vom Capella Observatorium, die haben hier schon eine sehr, sehr beeindruckende Aufnahme dieses Objektes gemacht. Ja, und nicht unweit dieser ganzen Szenerie, bereits eigentlich schon im Sternbild Stier und eigentlich eher was für den Monat Dezember, sind die Plejaden. Ich weiß aber, dass viele von euch die Plejaden sehr gerne fotografieren möchten, weil es einfach ein wunderschönes Objekt ist, gar keine Frage. Und das befindet sich hier im Stier. Auch hier macht es Sinn oder bietet es sich förmlich an, dass man mit mal geringen Brennweiten, zum Beispiel auch mit 50 mm oder mit 80 mm, zum Beispiel die Plejaden und den Kalifornianebel in ein Bild hineinpackt. Ja, und das vielleicht so schön in die Diagonale packt. Das sieht immer toll aus. Und also das heißt, man kann hier mit verschiedensten Brennweiten diese Objekte fotografieren. Natürlich kann man die Plejaden auch mit mehr Brennweite fotografieren. Bereits ab 500 mm und aufwärts kann man hier tolle Detailaufnahmen machen. Ich habe selber mal mit 500 mm Brennweite diese Aufnahme hier gemacht, die ich euch jetzt zeige. Und natürlich für die Sterne selber braucht ihr nicht viel Belichtungszeit. Die Sterne sind so hell, dass sie bereits nach einer Sekunde oder so in der Aufnahme erscheinen würden. Aber um diese Reflexionsnebel in den Plejaden sichtbar zu machen, da braucht es natürlich einfach lange Belichtungszeit. Und es ist oft so bei diesen populären Objekten wie den Plejaden, dem Orionnebel M31, das ist kein leichtes Objekt, denn diese Sterne, das sieht man sogar hier in Stellarium schon, die sind wahnsinnig hell und diese Reflexionsnebel drumherum, die sind gar nicht mal so hell. Diese Dynamik, diese Helligkeitsdynamik einzufangen, das ist schon so ein bisschen eine Schwierigkeit. Allerdings bei den Plejaden würde ich sagen, ist es doch ein bisschen einfacher wie zum Beispiel beim Orionnebel. Man kann ruhig mal diese hellen Sterne auch in die Sättigung fahren. Das ist kein Riesenproblem. Man kann ja in den Sternen selber sowieso gar keine Details sichtbar machen. Und solange die dann nicht so fett werden, dass sie unansehnlich werden,
dürfen die Sterne auch ausgebrannt sein. Also da müsst ihr nicht päpstlicher als der Papst sein. Da könnt ihr also auch relativ lange Belichtungszeiten, ich sag mal so 2 oder 5 Minuten auch mal fahren, je nach Dynamikumfang eurer Kamera selbstverständlich. Und dann bekommt ihr da immer noch ein tolles Bild. Wie gesagt, dann sind wahrscheinlich die Zentren der Sterne komplett ausgebrannt, aber solange jetzt nicht irgendwie dieses Ausbrennen größere Bereiche um den Stern drumherum betrifft, ist das nicht so ein Riesenproblem. Wenn ihr wirklich auch noch die schwächsten Dunkelnebel um die Plejaden sichtbar machen wollt, dann müsst ihr in der Summe sehr lange belichten, damit ihr ein möglichst rauschfreies Ergebnis bekommt. Und also hier sind nach oben keine Grenzen. Die Plejaden, da kann man so ziemlich alles machen. Kleine Brennweiten, lange Brennweiten, kurze Belichtungszeiten, lange Belichtungszeiten. Man bekommt eigentlich immer ein gutes Bild. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, sind irgendwelche Filter benutzen. Also weder Schmalbandfilter noch Lichtverschmutzungsfilter in der Art, weil die einfach nur das Sternlicht verändern würden und ja einfach für diese Objekte nicht gedacht sind. Was meine ich mit diesen Objekten? Das ist in erster Linie mal ein Sternhaufen. Sterne haben ein sogenanntes kontinuierliches Spektrum. Das sind aber blaue Sterne und deren Licht wird an diesen Dunkelnebeln ja reflektiert oder gestreut, besser gesagt. Und so entstehen eben diese Reflexionsnebel, die sich dann ebenfalls bläulich zeigen. Das Ganze geht dann über in diese bräunliche Farbe der Dunkelnebel. Und da ist es wirklich tödlich, wenn man hier irgendwelche Schmalbandfilter oder Dual Narrowbandfilter benutzen würde. Ist übrigens ganz interessant, üblicherweise solche Reflexionsnebel, die entstehen immer dann, wenn ein Sternhaufen in seiner Dunkelwolke, wo er geboren wurde, wie wir es vorhin bei NGC 1333 gesehen haben, ja, wenn dort es ist keine Reflexion, es ist eine Streuung, besser gesagt, stattfindet. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die Plejaden quasi durch einen Dunkelnebel hindurch fliegen, wenn man so will, und dadurch der Reflexionsnebel entsteht. Das heißt, die Plejaden sind nicht in diesem Dunkelnebel hier entstanden. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Monatsvorschau angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich natürlich wieder auf neue Einsendungen und wir sehen uns dann im Dezember wieder. Bis dann, tschüss.